Herzlich willkommen zum dritten Teil des Mendeley-Einführungskurses. In diesem Teil lernen Sie, wie Sie Referenzen in Ihrer Mendeley-Bibliothek verwalten. Dies ist die Ansicht, die Sie erhalten, wenn Sie Mendeley Reference Manager bei sich geöffnet haben. Zuoberst haben Sie eine Anzahl von Mendeley vorgegebener Ordner. In All References beispielsweise finden Sie alle Einträge Ihrer Bibliothek versammelt. Recently Added beinhaltet alle kürzlich hinzugefügten Referenzen, Recently Read die kürzlich angeschauten Referenzen. In den Favorites werden alle Referenzen gesammelt, die Sie als Favoriten mit einem Sternchen kennzeichnen. In My Publications können Sie Ihre eigenen Publikationen einfügen und im Trash-Ordner schließlich landen alle Referenzen, die Sie löschen. Sie haben also die Möglichkeit, gelöschte Referenzen hier wiederherzustellen oder aber definitiv zu löschen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Darunter haben Sie dann die Möglichkeit, eigene Ordner zu erstellen, sogenannte Collections. Auch eigene Gruppen können Sie hier einrichten. Gruppen werden dann benötigt, wenn Sie Referenzen mit Kolleginnen und Kollegen teilen möchten. Wenn Sie eine neue Sammlung oder eine Gruppe erstellen möchten, können Sie in den Feldern direkt den neuen Namen eingeben und dann mit Enter bestätigen. Oben rechts finden Sie ein Suchfeld. Sie haben hier auch die Möglichkeit, einen Filter zu nutzen, und zwar können Sie hier nach Autoren oder Tags filtern. Zuoberst finden Sie dann den Button, um eine Synchronisation mit der Webversion aktiv herzustellen. Eine relativ neue Funktion von Mendeley finden Sie oben links dargestellt, das sogenannte Notebook. Hier können Sie ein eigenes Notizbuch erstellen, mehr Details dazu gleich in dieser Schulung. Wenn Sie eine eigene Gruppe erstellen möchten, um Ihre Referenzen zu teilen, dann geben Sie den Gruppennamen im Feld New Group ein. Sie bestätigen das mit der Umschalttaste Enter. Mit einem Rechtsklick auf den Namen oder dem Klick auf drei Punkte können Sie dann die Gruppe verwalten, neu benennen oder löschen. Auch können Sie hier einen Unterordner erstellen, indem Sie New Collection wählen. Beachten Sie, dass eine Gruppe jeweils vom Speicherplatz des sogenannten Owners, also der Erstellerin oder des Erstellers, zehrt. Die Referenzen zählen also mit zu den 2 GB frei verfügbaren Speicherplatz der entsprechenden Person. Wenn Sie einen erhöhten Bedarf an Speicherplatz haben, zum Beispiel für Ihre Forschungsgruppe, dürfen Sie uns gerne eine Anfrage schicken an tools.ub@unib.ch. Wir richten Ihnen dann eine eigene Gruppe ein, die mehr Speicherplatz zur Verfügung hat. Als Tipp kann ich Ihnen Folgendes mitgeben: Achten Sie darauf, dass die E-Mail-Adressen, die Sie nutzen bei der Einladung von Personen in neue Gruppen, denjenigen entsprechen, die von den eingeladenen Personen bei der Anmeldung in Mendeley ursprünglich auch verwendet wurden. Also falls sich eine Person ursprünglich mit dem privaten Mail-Account registriert hat bei Mendeley und Sie die Person aber jetzt mit der Uni-Adresse einladen, dann können Sie diese Person nicht in Mendeley integrieren. Sie müssen also auch die persönliche Mail-Adresse verwenden in diesem Fall. Das Erstellen von Gruppen möchte ich Ihnen nun noch gleich live zeigen. Links bei den Groups klicken Sie auf New Group. Es öffnet sich ein Fenster und Sie geben den Namen für die neue Gruppe ein. Wenn ich jetzt einfach irgendwo sonst wohin klicke, verschwindet der Gruppenname und ich habe keine neue Gruppe erstellt. Ich muss ganz gezielt mit Enter bestätigen. Meine neue Gruppe, New Group 2, ist nun hier eingefügt. Mit Rechtsklick oder Klick auf die drei Punkte kann ich meine Gruppe verwalten. Bei Manage Group habe ich gerade die Möglichkeit, Kolleginnen und Kollegen einzuladen über Invite Members. Hier kann ich die E-Mail-Adresse eingeben und die Personen einladen. Sie sehen auch gleich, wie viele Plätze Sie in der Gruppe noch zur Verfügung haben. In diesem Fall ist erst 1 von 25 Plätzen besetzt. Hier können Sie die Gruppe auch umbenennen, löschen oder mit New Collection einen Unterordner erstellen und auch hier mit Enter bestätigen. Sie haben also hier eine Ordnerstruktur eingefügt,
die Sie jetzt nicht nur für sich selbst nutzen, sondern auch mit Kolleginnen und Kollegen teilen können. Ich zeige Ihnen nun noch einige Funktionen bei den einzelnen Einträgen, die wichtig sind. Zuallererst kontrollieren Sie die Felder und komplettieren die Eingaben, falls nötig. Tags sind speziell wichtig zum Filtern. Sie müssen allerdings diese Tags selber eingeben. Das heißt, es lohnt sich zu Beginn Ihrer Arbeit, sich einige Tags zu notieren, seien es Tags zur Gliederung der Arbeit, also Einführung, Resultate, Diskussion zum Beispiel, oder Tags, die die verschiedenen Themen abdecken, die Sie angehen. Notieren Sie diese Stichworte und geben Sie die Tags jeweils gleich ein, dann können Sie, wenn Sie ganz viele Referenzen gesammelt haben, einfach nach Themen und nach verschiedenen Abschnitten Ihrer Arbeit filtern. Falls Sie Dokumente haben, die zu Ihrer Referenz gehören, ein PDF mit dem Volltext zum Beispiel, eine Abbildung oder sonst ein Dokument, dann wenn möglich gleich hier anhängen, bei den Files. Zuunterst haben Sie jeweils die Möglichkeit, die Verfügbarkeit einer Referenz in der Mendeley-Datenbank zu deaktivieren. Ich erwähne das speziell, weil es per Grundeinstellung in Mendeley jeweils aktiviert ist. Das heißt, Mendeley kann über die Synchronisation mit dem Internet Ihre Referenzen mit abgreifen. Das wird anonym gemacht, aber trotzdem ist eine Referenz dann nicht mehr privat bei Ihnen auf dem Computer oder in der Cloud, sondern eben auch bei Mendeley verfügbar. Wenn Sie nun ein unveröffentlichtes Manuskript als Referenz gespeichert haben zum Beispiel, lohnt es sich, diese Funktion zu deaktivieren, weil Sie womöglich nicht möchten, dass diese Arbeit im Internet geteilt wird. Unter Annotations können Sie auch Notizen anfügen. Wir kommen später beim Bearbeiten der PDFs nochmals darauf zurück. Wenn Sie eine Notiz anfügen möchten, dann klicken Sie auf Annotations, es öffnet sich ein Feld und hier können Sie nun sogenannte General Notes eingeben, eine bestimmte Notiz zu dieser Referenz. Diese Notizen sind dann auch suchbar im Suchfeld oben. Die Kommentare, die Sie hier sehen, die kommen aus den PDFs, also wenn Sie dort im Volltext einen Kommentar einfügen, wird dieser dann auch bei den Annotations angezeigt. An dieser Stelle eine kurze Demo zum Bearbeiten der einzelnen Einträge. Ich öffne einen Eintrag mit Klick auf die Referenz. In diesem Feld kann ich nun die Details ergänzen. Wenn ich runterscrolle, habe ich in diesem Fall zum Beispiel noch keine Tags vergeben. Mit Plus kann ich nun einen Tag eingeben, zum Beispiel, dass ich diese Referenz für die Diskussion verwenden möchte. Ich setze noch einen zweiten Tag, Thema 1 meiner Arbeit, damit ich auch einen thematischen Bezug herstellen kann. Ich habe bereits einen Volltext angehängt und zuletzt kann ich hier noch das Häkchen deaktivieren, wenn ich die Referenz nicht im Mendeley Webkatalog teilen möchte. Nun kann ich noch eine Notiz mit einfügen. Sie sehen auch gleich, dass hier bereits eine Notiz besteht. Ich ergänze diese Notiz noch ein bisschen. Ich kann auch mehrere Dinge eingeben. Weiter muss ich nichts tun, es wird automatisch gespeichert. Suche ich nun in meinen Referenzen. Ich befinde mich hier im Ordner All References, also werde ich diesen Ordner durchsuchen. Es geht um Thema 1 meiner Arbeit. Und tatsächlich, ich finde die Referenz wieder, weil ich Thema 1 mit in den General Notes erwähnt habe. Wenn ich den Filter nutze, kann ich hier entweder nach Autor suchen oder auf die Tags-Ansicht wechseln und ich finde hier die von mir verwendeten Tags. Die kann ich nun anwählen als Filter. Auch hier, ich möchte nach Thema 1 filtern und erhalte nun diese eine Referenz mit Thema 1 angezeigt. Selbstverständlich würde ich auch mehrere Referenzen hier angezeigt bekommen, wenn ich dieses Tag Thema 1 bei mehreren Referenzen verwendet hätte. Nun haben Sie einige Referenzen gespeichert, dazu auch die Volltexte und möchten vermutlich auch die PDFs nutzen, nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Bearbeiten, das heißt, Sie möchten Notizen dazu anbringen. In dem Fall öffnen Sie das PDF mit einem Doppelklick auf die Referenz. Sie erhalten dann diese Ansicht
Und nun nutzen Sie die Toolbar in Schwarz zum Bearbeiten des Texts. Also ganz spezifisch können Sie nun Teile des Texts highlighten in verschiedenen Farben und können hier auch Kommentare einfügen. Sie nutzen das Symbol mit der Sprechblase. Das ist ein Kommentar. Sie geben den neuen Kommentar ein und der Kommentar wird dann sowohl im PDF an der entsprechenden Stelle angezeigt, wie auch in den Annotations in den Kommentaren. Das Notizbuch ist nun eine relativ neue Funktion in Mendeley, das sogenannte Notebook. Es ist ganz speziell ideal, um Zitate 1:1 aus PDFs herauszukopieren und zu sammeln. Sie möchten vermutlich zu einem bestimmten Thema aus verschiedenen Quellen zitieren und den Inhalt der Zitate können Sie hier zusammen einfügen. Das Notizbuch sammelt also Zitate über verschiedene Referenzen hinweg. Sie können dann innerhalb eines Notizbuchs mehrere Seiten erstellen und auch manuelle Kommentare mit dazu schreiben. Wenn Sie eine solche Notiz einfügen möchten im Notebook, dann wählen Sie den Text zuerst an. Sie färben ihn ein, also Sie highlighten den Text. Dann klicken Sie auf diesen gefärbten Text und haben dann die Möglichkeit, via Add to Notebook den Text zu importieren. Auch das möchte ich Ihnen kurz live zeigen. Als erstes öffnen Sie die Referenz. Mit einem Doppelklick auf die Referenz öffnet sich auch das PDF. Jetzt erscheint oben die Toolbar, um das PDF zu bearbeiten. Sie können eine Farbe auswählen und dann den Text entsprechend der Farbe markieren. Highlight. Wenn Sie eine Bemerkung dazufügen möchten, nutzen Sie das Symbol der Sprechblase. Sie klicken in den Text und da, wo Sie hinklicken, wird dann der Kommentar eingefügt. Gleichzeitig erscheint dieser Kommentar auch in den Annotations und ist hier auch bearbeitbar. Möchte ich nun ein Zitat in mein Notebook einfügen, dann wechsle ich zuerst zurück in die Highlight-Funktion. Ich färbe den gewünschten Text ein, dann klicke ich auf diesen Text und wähle Add to Notebook. Sie sehen jetzt, das Zitat wurde 1:1 hier auf einer neuen Seite in meinem Notebook eingefügt. In Anführungszeichen, weil es sich um ein wörtliches Zitat handelt. Ich kann jetzt diese Seite ergänzen mit einem Titel, mit eigenen Notizen und damit weiterarbeiten. Zum Ende dieses Kursteils noch einige Bemerkungen zu Backups. In Mendeley sichern Sie Ihre Daten auf zwei Arten. Zum einen haben Sie automatisch ein Backup mit der Cloud, denn sobald Sie online gehen, findet eine Synchronisation statt mit Ihrem Mendeley Reference Manager Desktop und der Online-Version des Reference Managers. Zusätzlich lohnt es sich aber doch zur Sicherheit, gelegentlich ein lokales Backup herzustellen. Das können Sie tun, indem Sie unter File, Export All wählen, dann das gewünschte Format eingeben, BibTeX, EndNote, XML oder RIS, Research Information Systems. Damit generieren Sie einen Export Ihrer Bibliothek und können diesen dann auf einer externen Festplatte speichern. Beachten Sie am besten die 3-2-1-Regel, erstellen Sie 3 Backup-Kopien, nutzen Sie 2 verschiedene Datenträger und bewahren Sie mindestens eine Kopie an einem separaten Standort auf. Damit sind wir am Schluss des dritten Teils dieses Kurses. Im vierten Teil geht es dann noch darum, wie Sie Referenzen direkt im Text zitieren können. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an tools.ub@unib.ch. Weitere Kurse in Literaturverwaltung finden Sie online auf der Seite der Universitätsbibliothek. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.